Pressing im 2-3-2-1-System. Auch in diesem System gibt es unterschiedliche Möglichkeiten des Pressings. Die eher defensivere Variante mit einer Spitze und die etwas offensivere Variante aus der 10 heraus. Betrachten wir zunächst das Pressing mit einer Spitze. Erfolgt das Anspiel auf den Verteidiger, so setzt der Stürmer den Verteidiger im Bogen unter Druck und lenkt ihn Richtung Außenlinie. Der ballferne Zehner steht zunächst etwas höher, um die Spielverlagerung zu verhindern und schiebt gleich mit dem Anspiel nach vorne in das Zentrum ein und verdichtet zusätzlich das Mittelfeld. Der Flügelspieler klemmt nun gemeinsam mit der ballnahen 10 den Ballführenden ein und versucht den Ball zu erobern. Bei Ballgewinn geht der Ball schnellstmöglich auf unsere Spitze. Und nun das Pressing aus der 10 heraus. Erfolgt das Anspiel auf den Verteidiger, so setzt die ballnahe 10 den Verteidiger in vollem Tempo unter Druck, während der Stürmer im Passweg zum anderen Verteidiger bleibt. Die ballferne 10 kippt in das Mittelfeld ab. Erfolgt das Anspiel nun auf den Flügel, so kommt die 10 in vollem Tempo hinzu. Gemeinsam erobern sie den Ball und spielen den Ball schnellstmöglich in die Tiefe. Und nun betrachten wir das Forechecking aus diesem System heraus. Die ballnahe 10 setzt den Verteidiger aus dem Zentrum heraus unter Druck, während der Stürmer im Passweg zum anderen Verteidiger stehen bleibt. Sobald der Verteidiger Richtung Tor abdreht und den Pass auf den Keeper spielt, läuft ihn der Stürmer von außen im Bogen an und setzt ihn maximal unter Druck und zwingt ihn somit, den Ball wegzuschlagen. Die ballferne 10 kippt dabei in das Mittelfeld ab. Bei der Balleroberung sollte das Anspiel auf die Spitze gesucht werden. Auch eine Mischung der beiden Pressing-Strategien ist möglich. Demnach starten wir das Pressing mit nur einer Spitze. Sobald die Spielverlagerung durch den Gegner erfolgt, pressen wir aus der 10 heraus.